Der Untertitel ist Der Fortschritt ist eine Schnecke, weil das Thema, wie kann man Zugang zu kulturellem Erbe im Massenbetrieb, und darum geht es ja, wenn es um Bestandsdigitalisierung geht, überhaupt lösen, ist nicht wirklich neu. Die Aufgabe gibt es ja schon eine ganze Weile, dass Sammlungen nicht nur vor Ort, sondern auch online zugänglich sein müssen. Und das Problem dazu gibt es auch schon eine ganze Weile, nämlich, dass ich eine Lizenz brauche, wenn der Urheber der Werke nicht schon 70 Jahre oder länger tot ist. Was genauso klar ist, ist, dass das praktisch individuell gar nicht zu lösen ist. Sie können als Bibliothek, als Museum ja nun nicht an jeden Urheber ihrer diversen Sammlungsbestände herantreten und sagen, erlaub mir doch bitte. Und dann sagt der eine, ja, mache ich umsonst, und der andere sagt, ja, aber ich will 10 Euro im Jahr, und der nächste sagt, ja, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Das heißt, wir brauchen eine Standardisierung in dem Bereich, und da ist eigentlich das Modell der Verwertungsgesellschaften, wäre schon die schlauste Lösung gewesen. Wir verfügen als VG Bildkunst im Bildbereich schon über ein sehr umfangreiches Repertoire. Also sowohl, wir haben 60.000 direkte deutsche Bildurheber als Mitglieder, und wir haben ein weit geknüpftes Netz an Gegenseitigkeitsverträgen, was uns aus den über 80 Partnergesellschaften weltweit deren Repertoire auch in Deutschland lizenzieren lässt. Jetzt gab es diverse Versuche, das zu lösen. Der letzte Versuch war in der Umsetzung der Richtlinie über verwaiste Werke. Die ist vom Jahr 2012. Die Regelungen von Paragraph 61 Urheberrechtsgesetz und 51 Urheberrechtsgesetz. Und wer von Ihnen hat schon mal versucht, Rechte für verwaiste Werke zu klären? Wer hat länger als ein halbes Jahr dran gearbeitet und dann erst aufgegeben? Die Lösung ist vollkommen absurd. Also der Hintergrund, warum es diese Richtlinie überhaupt gibt, war, dass die Library of Congress in den USA festgestellt hat: Tod und Teufel, wir können die Rechte nicht klären. Wir brauchen eine Ausnahmeregelung dafür. Es hat einen unglaublichen Aufruhr gegeben in den USA. Die Rechteinhaber wollten das nicht. Das hat viel damit zu tun, dass es in den USA diese Vorstellung, dass ich eine Verwertungsgesellschaft als kollektiven Türöffner habe, gar nicht gibt. In Europa wäre man wahrscheinlich viel früher auf die Idee gekommen zu sagen, wir haben eine große Anzahl von Rechten gebündelt in der Hand der Verwertungsgesellschaften, und wir haben ja auch zum Beispiel bei der Bibliothekstantieme ähnliche Lösungen gefunden, wo es dann eben kollektiv geht im kulturellen Interesse der Allgemeinheit. In den USA gab es das halt nicht, und in den Nullerjahren war man in Europa irgendwie ziemlich, hat man immer auf USA geschaut und gesagt, ja, die USA, die sind führend bei digitalen Themen. Und wenn die da mal was machen, dann machen die das schon richtig, und jetzt machen wir das auch so. Daher kommt diese entsetzliche Richtlinie, die einen unglaublichen Aufwand produziert hat und keine Lösung. Stolz sind wir auf die Lösung für die vergriffenen Werke im Buchbereich. Das ist schon so etwas Ähnliches wie das, was Robert Stadtz vorhin vorgestellt hat, diese kollektiven Lizenzen mit erweiterter Wirkung. Da wurde nämlich in der Deutschen Literaturkonferenz dieses Modell ausgearbeitet. Es muss ja möglich sein, irgendwo eine Grenze zu ziehen, wo die Verlage sagen, wenn die Werke vergriffen sind, und es ist, dann muss man sie irgendwann auch mal kollektiv lizenzieren können und nicht über die Verlage. Und das ist ja klar, dass ein Buch, was im vergangenen Jahr erschienen ist und wo gerade die Auflage ausverkauft ist und das deswegen mal kurz nicht lieferbar ist, dass das nicht eingestellt werden sollte. Aber Werke, die, wie das Beispiel, was wir heute früh gesehen haben, eben vor 1966 erschienen sind, die kann man getrost digitalisieren, also kann man getrost kollektiv lizenzieren. Und das ist für den Printbereich,
Abgesehen davon, dass 1966 natürlich inzwischen verdammt lang her ist. Also da wäre es schon ganz gut, wenn man da dazu käme, dass man das jetzt auch in der Umsetzung der Richtlinie zu einer beweglichen Schranke macht, dass man sagt, alles, was 30 Jahre vergriffen ist, oder eine andere Schranke wählt, also was Vernünftiges, was sich dann auch weiterentwickelt, ist das an sich eine sehr, sehr schlaue und vor allen Dingen sehr pragmatische Lösung. Allerdings gilt die nur, also das hatten wir ja alle schon gehört, der Haken ist, dass das bislang nur für verlegte Werke gilt und nicht für andere Sammlungsbestände. Also ungedrucktes Archivmaterial, Fotos, viele Bibliotheken haben auch Artotheken, wo sie gerne die Bestände digitalisieren und zeigen würden. Und das sind natürlich jetzt im Rahmen dieser Digitalisierungsprojekte wahrscheinlich auch die Archivalien, die als erstes digitalisiert werden, weil sie einfacher zu digitalisieren sind, als wenn ich ein ganzes Buch durchdigitalisieren muss. Dafür gibt es aber eben dieses Problem der verwaisten Werke. Das heißt, man muss für jedes einzelne Werk, mit ein bisschen Glück kann man es auch pro Autor machen, eine sorgfältige Suche durchführen und die auch noch ordentlich dokumentieren. Und da kann man nur hoffen, dass man niemanden findet, denn wenn man jemanden findet, dann muss ich mit dem einen Vertrag schließen, und zwar einzeln, weil wir haben keine kollektiven Lösungen bislang. Also es ist ein vollkommen verfehltes Ding. Wir haben mit der Deutschen Digitalen Bibliothek versucht, eine vertragliche Lösung zu finden. Und da war die Idee, dass wir eine zentrale Lizenz erteilen an die Deutsche Digitale Bibliothek, die dann auch die ganzen zuliefernden Institutionen mitlizenzieren kann, um es so einfach wie möglich zu machen. Da kam uns dann leider der EuGH dazwischen mit der Framing-Rechtsprechung. Framing, also der EuGH sagt kurz gefasst, was einmal im Internet ist, kann über einen Frame-Link in jede andere Webseite eingebaut werden und es berührt dann keine urheberrechtlichen Belange der Urheber. Mit relativ knapper Begründung, und das Ergebnis ist, dass man sehr, sehr aufpassen muss als Rechteinhaber, was passiert mit meinen Werken, wenn ich einmal eine Lizenz erteilt habe. Das ist jetzt im Bereich der bildenden Kunst noch kein großes Problem. Ein großes Problem ist es, oder wird es zunehmend im Bereich der professionellen Fotografie. Da sind über 30% der Fotos auf professionellen Webseiten sind geframed. Also sind nicht mehr lizenziert, sondern sind geframed. Das führt zu dramatischen Umsatzeinbrüchen und es wird schlimmer. Und im Bereich der bildenden Kunst erwarten wir das auch, denn das Ziel all dieser Digitalisierungsmaßnahmen ist ja, dass alle Sammlungsbestände mal im Netz verfügbar sind. Das hat zunächst einmal den Vertrag, den wir mit der Deutschen Digitalen Bibliothek ausgehandelt haben, scheitern lassen, weil wir gesagt haben, als Treuhänder für die Rechte der von uns vertretenen Mitglieder können wir keine Lizenz erteilen, die dazu führt, dass hinterher jegliche Kontrolle über die weitere Nutzung im Netz verloren geht, und haben gesagt, wir erteilen die Lizenz unter der Voraussetzung, dass technisch gesichert wird. Das ist für die Deutsche Digitale Bibliothek, wenn ich es richtig verstehe, Herr Frischmuth, Sie korrigieren mich, ist das gar nicht umsetzbar. Und zwar nicht, dass es technisch nicht ginge, auf der Seite der Deutschen Digitalen Bibliothek, aber wir haben so ein Schichtenmodell. Wir haben die einzelnen zuliefernden Häuser, wir haben zwischendurch regionale Verbünde wie Digicult zum Beispiel, wir haben dann die Deutsche Digitale Bibliothek und wir haben noch eins drüber, die Europeana. Jetzt ist es wirklich extrem schwer oder praktisch unmöglich für eine dieser Schichten, alle drüber und drunter liegenden Schichten technisch mitzusichern. Wir hatten dann gesagt, das Problem muss gelöst werden, und zwar am besten so, dass die Rechtsprechung des EuGH korrigiert wird. Zu diesem Behuf hat uns die DDB verklagt. Wir sind im Februar beim BGH gewesen. Der hat jetzt die Frage dem EuGH vorgelegt, und
Ich habe eine mini kleine Hoffnung, dass der EuGH nicht nur darüber entscheidet, ob wir eine technische Sicherung verlangen können, sondern dass der EuGH tatsächlich sagt, wenn eine Lizenz erteilt wurde, dann gilt die nur für die Webseite, gilt die nur für die Institution oder die Institutionen, die im Vertrag genannt sind und nicht für jeden Dritten, der sich dann bedient. Denn wenn wir das Ergebnis hätten beim EuGH, dann bräuchten wir keine technischen Sicherungen mehr. Also es wäre, drücken Sie uns die Daumen, dass es so weit kommt. Der EuGH hat, was er regelmäßig tut, die Mitgliedstaaten angeschrieben zur Stellungnahme. Wir haben mit einigen Institutionen und Verbänden zusammen die drei federführenden Ministerien angeschrieben und gesagt, bitte sprecht euch dafür aus, dass der EuGH sagt, eine Lizenz bezieht sich nur auf die lizenzierte Webseite, sodass dann das Ergebnis ist, alles, was nicht lizenziert ist, kann dann eben, ist nicht automatisch außerhalb der Kontrolle der Rechteinhaber. Damit hätten wir das erreicht, was wir wollten. Deutschland hat nicht Stellung genommen. Die drei Ministerien konnten sich nicht auf eine gemeinsame Position einigen. Ich hätte einen Tipp, wo es hängt, aber ich weiß es nicht genau. Ich weiß, BKM war auch der Ansicht, das muss gelöst werden. Das Problem ist natürlich, dass das massive Auswirkungen auf die Sichtbarmachung der Bildbestände in den Kulturinstituten hat. Wenn Bilder nicht mehr kontrolliert werden können, wenn sie einmal lizenziert wurden, dann ist es verdammt schwer, Bilder überhaupt zu lizenzieren. Und das wollen wir nicht und das wollen auch die ganzen Kulturinstitutionen nicht. Unsere Mitglieder wollen Sichtbarkeit, aber eben keinen Kontrollverlust. Jetzt haben wir in der Richtlinie mit Artikel 10 immerhin eine Lösung für vergriffene Werke. Das ist sozusagen die subtile Korrektur der Kommission der komplett verfehlten Richtlinie über verwaiste Werke. Mit dieser Lösung über vergriffene Werke werden wir auch Bildmaterial lizenzieren können, immer wenn es die Framing-Problematik nicht gäbe. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir da eine Lösung kriegen. Das Gute ist nämlich, wir haben eine breite Definition der Begünstigten. Es sind alle Institutionen des kulturellen Erbes. Das sind Bibliotheken, Archive, Museen, einschließlich auch Bild- und Filmarchive für nicht kommerzielle Nutzungen. Aber ich denke, das versteht sich von selber. Also die Gedanken, dass Europäer sich mal kommerzialisieren könnte, hat man ja auch Gott sei Dank längst aufgegeben. Es gibt die Möglichkeit des Opt-outs für den Rechteinhaber. Das mag zunächst mal befremdlich klingen. Wir haben aber eine ganze Reihe von Lizenzen, wo wir schon Lizenzen erteilt haben, die auch Außenseiter abdecken. Und haben immer gesagt, das können wir aber nur dann machen, wenn derjenige, der nicht unser Mitglied ist, dann kommt und sagt, das will ich aber nicht. Dann müssen wir A sagen können, gut, dass sie aufgetaucht sind. Sie können jederzeit ihre Rechte zurückrufen und im Übrigen ist das die Vergütung für die Nutzung in der Vergangenheit. Und damit haben wir keine Probleme gehabt bislang. Das ist natürlich im analogen Bereich ein bisschen was anderes als im digitalen. Im digitalen muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein, vermute ich. Beim zentralen Register für vergriffene Werke wird man gucken müssen, was die Anforderungen da sind. Das ist ein bisschen ein holpriges Modell, aber es läuft tatsächlich gut bei den Printpublikationen. Und es ist ja nicht so, dass Sie als digitalisierende Institution mit Einzelwerken daherkommen. Und dann haben wir hier noch ein Werk und dann tun wir das mal in das Register einstellen, sondern Sie digitalisieren ja einzelne Werkgruppen und dann wartet man halt die erforderliche Zeit ab, ob ein Widerspruch kommt oder nicht. Wie gesagt, wir hatten 9 Widersprüche bislang bei den vergriffenen Werken im Printbereich.
Jetzt noch mal ganz kurz, warum das Framing ein Problem ist. Ich habe es ja schon gesagt. Wenn alle Sammlungsbestände im Netz verfügbar sind, dann heißt das, wenn es bei der Rechtsprechung bleibt, wie sie jetzt ist, also alles, was im Netz steht, was ungeschützt im Netz steht, kann lustig weiterverwendet werden, dann heißt das einfach, dass es keine, im Ergebnis keine Kontrolle mehr gibt über Nutzung von Werken im Internet. Wie gesagt, im Bereich der professionellen Fotografie hat es ganz massive Auswirkungen. Und wo wir es auch merken, ist, dass es keine Möglichkeit gibt, irgendeine Art von ideologischer Vereinnahmung zu verhindern. Also diese Partei mit dem blauen Pfeil, die macht uns da in dem Bereich einige Sorgen. Die sind nämlich sehr, sehr geschickt in der Nutzung von sozialen Medien und die sind sehr, sehr geschickt auch in der Bildsprache, die sie verwenden. Und da haben wir auch das eine oder andere Mitglied, was da schon gekapert wurde. Jetzt ist die Frage natürlich, gibt es andere Möglichkeiten der Sicherung der Urheberrechte? Wenn wir beim EuGH, wenn der EuGH tatsächlich sagen würde, technisch sichern. Die technische Sicherung, wie gesagt, ist auf diesem vernetzten, mehrstufigen Modell, sie ist einfach nicht zu machen. Also Herr Frischmuth bestätigt es mir gerade nochmal. Kann man mit einer geringen Auflösung arbeiten? Auch schwierig, weil wir reden ja über Nutzungen auf Webseiten. Wir reden ja nicht darüber, dass das zum Download taugt und man dann davon irgendwelche Werbeposter herstellen kann. Und um auf einem Bildschirm eine ordentliche Darstellung zu haben, reicht eben auch eine extrem geringe Auflösung. Da muss ich gar nicht so wahnsinnig fein aufgelöste Dateien haben. Wasserzeichen halte ich nicht für besonders erstrebenswert, wenn es darum geht, Bildmaterial aus Sammlungsbeständen darzustellen. Denn wenn Sie da ein Wasserzeichen draufhauen, dann sehen Sie eben die Details nicht mehr. Nicht ganz unproblematisch ist auch, wenn man sagt, ja, dann muss man das Werk eben rausnehmen, wenn geframed wird. Das heißt, also, das kann ohne weiteres dazu führen, dass die Werke, die besonders populär sind, relativ schnell rausgenommen werden müssen. Und Sie haben ja eigentlich kein verstärktes Interesse daran, eine Lizenz abzuschließen und nach 3 Wochen kommen wir dann und sagen, nee, sorry, ist geframed worden, das und das muss raus. Also das destabilisiert das ganze System. Wechselnde URLs wäre natürlich eine prima Lösung, weil dann geht der Framelink ins Leere, aber genau das geht ja nicht, wenn ich einen festen Suchpfad habe. Sie müssen ja, wenn Sie die Suchanfrage stellen, immer zuverlässig beim gleichen Ergebnis rauskommen. Ich glaube, das geht mit einer wechselnden URL nicht. Also ich hoffe, dass es Lösungen gibt, wie wir aus dieser Geschichte rauskommen und ich hoffe, dass wir darüber im Gespräch bleiben, denn das ist nicht nur für uns ein Problem, sondern das ist auf lange Sicht für die gesamten Gedächtniseinrichtungen ein ganz, ganz großes Problem. Schauen wir, dass wir eine Lösung finden. Wenn der EuGH das nicht freigibt, dann fällt mir jetzt im Moment auch nichts ein. Aber manchmal fällt ja dann wem anders was ein. Gute Ideen gerne zu mir.